Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Degusta-Box aus dem Monat Oktober. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box ist eine Foodbox, die enthält 10 bis 15 Lebensmittelprodukte aus den Bereichen Snacks, aber auch so ganz klassische Grundnahrungsmittel wie mal Mehl oder eine Brotmischung. Und also 15,99 € kostet die pro Box und pro Monat. Und wenn du möchtest, kannst du meinen Code Claudi verwenden. Damit bekommst du deine erste Box für 9,99 €. Und es gibt auch den Degusta-Box Adventskalender. Da bin ich auch sehr, sehr heiß schon drauf. Ich bin gespannt, was da dieses Jahr drin sein wird. Die machen das immer richtig cool. Und ich habe sie in Kooperation zugeschickt bekommen, was man so ein bisschen auch am Code erkennt, ne? Und ich habe die damals abonniert gehabt, vor 6 Jahren oder so, als ich auch mit YouTube angefangen habe. Und irgendwann hat sich daraus eine Kooperation entwickelt, was ich mega nice finde. Und deswegen darf ich jetzt auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau gerne mal rein. Ich bin jetzt sehr gespannt, was wir jetzt hier im Oktober erwarten dürfen. Und solltest du auch Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere mich doch sehr, sehr gerne und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen eigentlich Beauty-Reise. Aber ich finde, ein gefüllter Magen ist tatsächlich auch nicht verkehrt. Ich finde die Boxen eigentlich immer ganz gut gestaltet. Ich bin mal gespannt, was die sich, wie gesagt, für diesen Monat überlegt haben. Machen wir das Ganze einfach erstmal auf. Hier haben wir auch direkt den Einleger drin. So, hey, guck mal, Adventskalender, huhu. Ach, guck mal, da gibt es auch eine Sneak Peek. Es gibt Waldhonig, Sunrise, Mutti und Marmelade hier drin. Das finde ich klasse. Also das sind halt so richtig schöne Basic-Sachen, ne? Und den gibt es jetzt für 38,99 € im Wert von über 60 €. Genau, das finde ich jedenfalls richtig, richtig cool. Also kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn man möchte, ne? Da sieht man dann auch schon mal den Adventskalender. Ich glaube, ansonsten wird es keinen Code geben, außer den, den ich euch gerade gezeigt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das so zeigen darf. Ich mache es einfach mal, ne? Und wir haben im Oktober das Motto Genussmomente. Hier stehen auch die Produkte drauf. Chicken Curry mit Kokosmilch ist hier so ein Rezept. Das spricht mich nicht ganz so an. Wir sind ja nicht so die Curry-Fans hier, aber wir sind recht offen, was so Nahrungsmittel angeht. Deswegen ist so eine Box bei uns hier zu Hause immer ganz gut aufgehoben. Ja, wir haben ja auch immer ein bisschen Werbung mit drin, ein paar Flyer. Dadurch finanziert sich die Box, ne? Und dann würde ich sagen, ratsch, ratsch, die Box ist bis oben hin gefüllt. Also wirklich richtig krass. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwarten darf. Wir haben als erstes hier edle Tropfen in Nuss. Das ist halt Schokolade mit Alkohol, ne? Oder ich weiß nicht, doch, da ist Alkohol drin. Mag ich jetzt nicht ganz so gerne, mein Freund auch nicht. Wir werden das dann einfach weiter verschenken. Das ist jetzt nichts, was mich persönlich jetzt so abholt, ne? Das haben auch alle mit drin. Ist wohl irgendwie auch eine neue Edition oder so. Limited Edition steht hier auch drauf. Das sieht echt ansprechend aus, aber ich muss sagen, ich mag halt einfach nicht die Kombination von Schokolade mit Alkohol. Dann haben wir hier etwas drin. Oh Gott, ja. Ricola, Kirsche, Kräuter. Die letzten Wochen, ich hatte so schlimm Husten und ich bin noch nicht ganz wieder fit, ne? Aber es wird langsam. Kirsche, Kräuter wohltun gut, ja. Also die werde ich sehr, sehr gerne zu mir nehmen und freue mich drüber, dass die jetzt auch hier mit in der Box enthalten sind. Das scheint auch irgendwie das Produkt des Monats zu sein. Ich liebe es. Also Kirsche so in solchen... Das ist großartig. Das freut mich doch. Dann machen wir mal weiter. Achso, ich glaube, ich habe hier so ein paar mehr Sachen drin, weil ich ja, glaube ich, die Influencer-Box habe. Ne? Manchmal hat man dann quasi alle Alternativprodukte, dass ich euch die halt auch zeigen kann. Hier haben aber, glaube ich, alle das Gleiche drin und sowas mag ich ja, ne? Genau, von Reisfit ist das ein Haferfrühstück. Gedämpfter Reis aus vollem Korn, Protein- und Ballaststoffquelle ohne Zuckerzusatz. Und das kann man auch ganz schnell in der Mikrowelle zubereiten oder in der Pfanne, wenn man möchte. Und da muss man auch wohl nicht mal, doch ein bisschen Wasser machst du mit rein, wenn du es in der Pfanne machst. Aber in der Mikrowelle muss da gar nichts mit reingemacht werden. Ich glaube, das esse ich mir mal mit meinem Sohn zusammen, mit Julius. Und dann schnibbel ich da auch ein paar Bananen oder so mit rein. Das ist ein richtig cooles Frühstück. Habe ich noch nie gesehen, dass es sowas gibt. Kalt oder warm genießen. Kannst du auch kalt essen. Crazy. Ja, und hier so Porridge und so ein Kram ist hier gerade bei uns ganz hoch im Kurs, ne? Das ist richtig toll. Mr. Tom haben wir hier drin. Peanuts in Salted Caramel. Ach, das ist auch noch eine neue Richtung. Und da sind 3 Riegel drin enthalten. Als ich Kind war,
habe ich die Dinger geliebt. Aber wir durften sowas zu Hause nicht essen, weil wir jemanden bei uns im Haus hatten, der eine ganz, ganz krasse Nussallergie hatte. Das heißt, es war dann für mich immer so ein absolutes Highlight, irgendwie Erdnüsse essen zu können. Und dann habe ich mir so für Klassenfahrten oder so immer so ein Mr. Tom gekauft. Also das war echt, habe ich echt geliebt. Und das haben auch alle genauso drin. Genau, finde ich großartig. Also das ist richtig lecker. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass man sich keinen Zahn abbricht. Ne? Das habe ich auch schon bei einer Kollegin erlebt. Die hatte ich mal irgendwann auch so ein Mr. Tom oder so ein Proteinriegel oder sonst irgendwie sowas richtig Hartes gegeben. Die musste danach leider zum Zahnarzt. Das war bitter. Das meinte ich tatsächlich. Wir haben hier manchmal solche Basic-Sachen mit drin und das feiere ich wie sonst was. Ich war gestern noch mit Julius einkaufen und da wollte der die ganze Zeit Aufbackbrötchen bei mir in den Einkaufswagen schmeißen. Der rennt jetzt ja auch schon mit seinem eigenen kleinen Einkaufswagen durch den Aldi, ne? Das ist so süß. Und deswegen hat er zum Beispiel auch zwei Kiwis reingeschmuggelt. Habe ich versucht, ihm heute zu geben, mochte er nicht ganz so gerne, habe ich dann gegessen. Auf jeden Fall haben wir hier Slow Bio Organic Demeter mit Weizensauerteig zubereitet. Das sind 4 Aufbackbrötchen. 1, 2, 3, 4. Ja, richtig cool. Sowas mag ich immer mega gerne, dass wir sowas mit drin haben. Die sind sogar vegan, das ist total crazy. Weil das sind halt so Basic-Lebensmittel, die man so oder so isst, ne? Ich weiß nicht, gibt es hier unterschiedliche Sorten? Ich glaube nicht, dass es da unterschiedliche Sachen gibt. Nö, haben alle so drin. Vitalrusti nennt sich das. Ja, Vitalrusti ist so in der Art. Oder Rustikbrötchen kaufe ich auch immer, wenn wir abends halt so Brötchen essen und mein Freund dann auch ein Brötchen bekommt. Dann habe ich hier von Red Bull etwas drin. Simply Cola, Strong and Natural. Die mag mein Freund sehr gerne. Ne? Also da sind 250 Milliliter drin enthalten. Da scheinen auch alle genau diese Sorte in der Box drin enthalten zu haben. Ich finde auch, dass die Red Bull Cola sehr, sehr lecker schmeckt. Das ist ja quasi kein Energy Drink, sondern einfach eine Cola. Und ich mag das. Also ich glaube, wenn ich die Dose gleich im Kühlschrank stelle und morgen früh aufwache, hat mein Freund die schon leer getrunken. Dann haben wir hier auch was drin, was vielleicht auch ganz nice ist. Ich dachte, es ist mit Mandarinen, aber das sind Aprikosen von Del Monte Quality, halbe Frucht leicht gezuckert. Oh, sowas snacke ich auch mal ganz gerne. Das muss ich sagen, sowas als Nachtisch, ne? Wenn man ganz dekadent unterwegs ist, hat man noch irgendwo eine Vanillesoße und macht die damit bei. Oh, richtig cool, sowas mag ich. Sowas feiere ich und das haben auch alle so drin. Das ist richtig nice. Und ich habe keine Ahnung, warum man sich sowas so im Laden, hallo, Fokus, danke, so selten selber kauft, ne? Das ist echt verrückt. Und dann freue ich mich immer, wenn ich sowas in der Foodbox drin habe. Dann haben wir hier, die haben uns letztes Jahr so krass verfolgt, diese Cliff-Dinger. Aber ich glaube, das sind, nee, die haben alle mit drin, 2 Stück davon. Okay, die sind lecker, ne? Crunchy Peanut Butter sind das alles beides. Ja, aber die waren letztes Jahr so häufig mit in den Boxen, dass ich mir echt gedacht habe, was ist los da? Müsste die loswerden oder wie? So crazy. Dann habe ich hier noch etwas, das ist auch hier richtig gut eingepackt. Ach so. Das ist, hört sich so böse an, aber das ist meine Jugend. V plus Coruba, Leute. Das habe ich damals noch und nöcher getrunken. Meine Güte. Normale Leute haben normales Bier oder halt auch irgendwie diese V plus Limette oder so getrunken. Oder halt, ne, diese Radler-Variante davon. Ich habe mir immer das Coruba reingezogen. Mittlerweile kann ich das nicht mehr. Ne, mache ich das nicht mehr. Aber das ist meine Jugend. Immer wieder war es das Coruba, ne? Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Dann haben wir hier noch was drin enthalten. Oh, das wird mein Freund sehr feiern. Mövenpick Brownies ohne Palmöl und die sind riesig. Hier steht zwar zum Teil drauf, aber ich weiß nicht, ob ich davon was abkriege. Gut, das sind 300 Gramm, ne? Also wenn der das einfach so mal wegsnackt, dann Respekt. Aber er mag sowas ganz gerne. Er ist auch echt so ein kleines Schokomonster. Und dementsprechend, ne? Das ist cool. Also das ist wirklich abgefahren. Ach, sowas kaufe ich mir so selten im Laden. Aber jetzt gerade läuft mir das Wasser im Mund zusammen. So, und dann habe ich jetzt Sachen, wo man immer nur eins wohl von hat. Oder hat man da alle von? Das schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr auch die Box abonniert habt. Ne? Also zum einen habe ich hier Dr. Oetker. Das sind 3 verschiedene Sorten. Weil hier ist es halt auch so aufgeführt, als hätte man wirklich alle drin und nicht entweder oder. Seht ihr das? Da ist halt dieser Rahmen drumherum. Da scheinen alle alles zu haben. Das ist einmal Schokoladenpudding, oh my choc, rich and creamy. Das ist was für meinen Freund. Wobei das hier sind, ja, sind Puddings zum Aufkochen. Die mag mein Freund leider nicht so. Keine Ahnung warum. Ich persönlich mag es eigentlich total gerne. Dann Chocolate Creme. Oh. Soft and Creamy, 2 Portionen. Da hast du diese Crispies auch mit drin enthalten.
Das finde ich ja auch schon wieder cool. Und dann haben wir hier Triple Choc Mousse. Dann hast du hier dunkle Schokolade, Vollmilchschokolade und weiße Schokolade auch noch so als Stückchen mit dabei. Nicht schlecht, Herr Specht. Da weiß ich jetzt wirklich nicht, ob alle drei Sorten haben. Ne? Wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Wovon man aber nur eine Sorte hier drin hat, sind jetzt die, die jetzt hier kommen. Also da hat die Gusterbox es gerade, glaube ich, sehr, sehr gut mit mir gemeint. Die Cup Noodles, da habe ich hier diese Soba-Wok-Style-Geschichten. Also nicht 5 Minuten, sondern 3 Minuten Terrinen sind es quasi. Finde ich ziemlich witzig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie mir die alle reingepackt haben. Die haben, glaube ich, oft genug meine Videos gesehen und gehört, dass ich gesagt habe, ach, sowas finde ich eigentlich ganz praktisch. Die snacke ich auch mal so für mich, wenn ich keinen Bock habe zu kochen, denn genau so ist es. Ja, das ist einmal, wie gesagt, Wok-Style. Da scheinen wir auch irgendwie so Frühlingszwiebeln und sowas mit drin zu haben. Dann gibt es hier alternativ die Variante Yakitori Chicken. Das sieht einmal so aus. Und da machst du einfach heißes Wasser zu, lässt das Ganze ziehen und hast es dann ruckzuck fertig und kannst es dann auch essen, ne? Dann habe ich hier noch mit drin enthalten Japanese Curry. Okay, das ist nicht ganz so mein Vibe, muss ich gestehen. Aber das ist halt auch eine Alternative, die man drin haben könnte. Und zu guter Letzt Chili. Ich glaube, das ist ein bisschen scharf, ne? Scheint übrigens auch vegane Produkte zu sein, was ich auch immer ganz interessant finde. Genau, so, die hat man dann alternativ. Und dann habe ich hier noch was mit drin, Sambal Oleg Paste von Bamboo Garden Asia. Das wird dann auch nochmal richtig scharf sein. 40 Gramm sind hier drin enthalten, aber vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Im Winter ist einem kalt und dann kann man es gebrauchen, sich nochmal ein bisschen Schärfe als Add-on zu geben. Also ich finde, dass diese Box echt gut gefüllt ist. Das kann man nicht anders sagen. Man muss halt schon diese Geschichte mögen mit dem Schokolade und Alkohol. Ne? Ansonsten hat man halt ein schönes Mitbringsel für den nächsten Besuch bei der Schwiegermutti oder so. Ansonsten finde ich die Brötchen richtig geil. Also die feiere ich persönlich ja total. Die werden morgen Abend direkt gegessen. Und nee, ich finde, also diese Ricola-Bonbons, hallo. Also für mich eine sehr, sehr schöne, gute Box, wo ich immer wieder sage, also jeden Monat aufs Neue, ne, du entdeckst halt neue Sachen, die du im Laden so nicht siehst, wo du dran vorbeigehst. Und es macht Spaß. Also die haben halt echt coole Sachen drin und ich kann es halt nur empfehlen. Und wie gesagt, mit Claudi könnt ihr, also mit dem Code Claudi könnt ihr nochmal 5 Euro auf die erste Box sparen, sodass die erste Box nur 9,99 Euro kostet und dafür dann diese Lebensmittel. Ja, schon eine gute Sache, oder? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Box so findet. Und dann wäre es ja von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.